falls das alles verwackelt ist, es tut mir leid. Das ist nicht die Schuld des Kameramanns, sondern mein Fahrstil. Als kleines Kind hatte ich immer einen Traumberuf. Ich wollte Busfahrer werden. Meine Busse damals waren allerdings nur so 15 cm groß und ich habe damit auf dem Teppich gespielt. Heute treffe ich Silke. Die fährt die richtigen Busse. Die sind nicht 15 cm, sondern 15 Meter lang. Morgen. Hi, Silke. Lukas. Du bist die Auszubildende im dritten Lehrjahr als Fachkraft im Fahrbetrieb. Da gehört so der Stadtbusbetrieb dazu, aber auch so Sachen wie Schulbusfahren. Und genau, also es gibt halt verschiedene Linien morgens. Also bei uns, wir haben halt Frühdienste, Mitteldienste, Spätdienste. Flexible Arbeitszeiten, wenn ich das jetzt so durchschreibe. Ja, wir haben Bus 139. Ja, ich mache halt jetzt meine Abfahrtskontrolle ganz normal am Bus. Guck halt, dass keine Beschädigungen am Bus sind. Ah ja. Das heißt, so das Kfz-Mechatroniker, die Ausbildung steckt auch noch so ein ganz klein bisschen in der Fachkraft im Fahrbetrieb drin. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und fahren mal raus. Okay. Abfahrtskontrolle, check. Ja, ich fahre dann hier raus und dann startet so gesehen für mich erst mein Arbeitstag, weil ich jetzt am Fahren bin. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem klassischen Busfahrer und dem, was du machst, der Fachkraft im Fahrbetrieb? Also ein Busfahrer ist halt ein Busfahrer, der macht halt jetzt nichts anderes wie mir jetzt auch, holt seine Kurskarte, geht auf seinen Bus und fährt seine Linie. Als Fachkraft im Fahrbetrieb hat man halt viel mehr Möglichkeiten. Also ich bin halt auch unten in der Dispo, also in der Leitstelle, bei der Diensteinteilung, in der Werkstatt war ich halt auch mit eingeteilt. Das Spektrum ist halt viel größer hier als nur halt als Busfahrer. Wird das nicht irgendwann langweilig, wenn man so den ganzen Tag hin und her fährt? Nö. Also jede Strecke ist halt besonders. Jedes Mal, wenn du hier durchfährst, ist es halt anders. Das heißt, es ist zwar immer so ein bisschen das Gleiche, aber es ist auch immer abwechslungsreich. Genau. Also ich habe halt 3 Kinder. Ja. Die muss man ja auch noch mit durchbekommen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zum, wenn man jetzt eher so den Berufskraftfahrer auf dem LKW sieht. Das ist ja manchmal dann schon eher schwieriger mit Familie. Schule und Betrieb und auch nochmal der Führerschein für den Bus. Das ist ja dann alles nochmal voneinander getrennt eigentlich. Also in die Schule, Berufsschule, habe ich Blockunterricht in Köln. Also der geht meistens 4 oder 5 Wochen. Also im Monat bin ich dann halt immer in Köln. Das sind eigentlich so, ich sag mal, Voraussetzungen, um den Job machen zu können? Oder also, kann eigentlich jeder das machen? Eigentlich würde ich sagen, kann das jeder machen. Also mit einem guten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss. Okay. Und dann halt gerne fahren. Genau, ein technisches Verständnis. Generell halt auch Spaß halt mit Menschen. Spaß von diesem kaufmännischen Teil. Weil es gehört halt einfach auch dazu. Also okay, ist dann das Büro-Dasein nichts für einen wäre, wäre es dann doch eher so Richtung Busfahrer, sollte man sich dann orientieren. Genau. Ja, ich habe noch eine kleine Challenge für dich. Ich sehe es schon. Ich hab's befürchtet. Ja, einmal um die Hütchen fahren. Wer hebt die nachher wieder auf? Der so umfährt. Mist. So, jetzt habe ich das Hütchen im Spiegel verloren. Hilfe, da vorne kommt schon das nächste. Falls das alles verwackelt ist, es tut mir leid. Das ist nicht die Schuld des Kameramanns, sondern mein Fahrstil. Hab ich das jetzt gerade hinbekommen, ohne einen umzuschmeißen? Sie stehen alle noch. Echt? Das ist dann jetzt so dein Feierabend oder kommt da noch was? Also ich gehe jetzt noch einmal halt so gesehen durch den Bus, guck halt, dass keine Fahrgäste mehr drin sind, guck, ob Fundsachen halt vielleicht jemand was verloren hat. Ich gebe jetzt noch gleich meine Kasse ab und dann mache ich Feierabend. Meine Fahrgeldeinnahmen von heute. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Danke, dass Sie mitgefahren seid. Aber wenn Sie jetzt noch mehr erfahren wollen zu Silkes Ausbildungsberuf oder zu ganz vielen anderen Ausbildungsberufen, schaut einfach mal auf der Internetseite der IHK, HWK und der Agentur für Arbeit vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ja.